Hallöchen, hier ist wieder euer Drago und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir landen hier wieder in unserem Springfield und heute geht es mal mit einem neuen Gebäude weiter und zwar mit einem Geschäftszentrum. Vielleicht sagt ihr das nicht so viel aus den Folgen des Simpsons, denn es ist mehr, sag ich mal, bei der Spiele-App. Von unseren geliebten Simpsons, wo man ja sein eigenes Springfield aufbauen kann, wo mich auch manchmal immer noch fragen, was ist das für eine Spiele-App? Naja, jedenfalls, heute werden wir uns einfach mal daran setzen. Wir werden uns das in mehrere Teile aufteilen, denn das, was du hier siehst, unser kleiner Vorbau, ist nicht so richtig das Originale. Denn ich habe mich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da wieder für mich gebaut, irgendwie die Maße zu klein genommen. Zwar der äußere Ring, hier, den wir heute auch bauen werden, der ist schon optimal. Die Mitte ist nicht so optimal. Ich sag mal, wir werden das Ganze noch so um, ja, wird mal 20, 30 Blöcke noch vergrößern in die Höhe. Denn ich habe alles etwas zu klein gebaut. Aber keine Angst, ich kann mir das schon so ein bisschen gut vorstellen, wie das Ganze doch etwas im größeren Format aussieht. Damit beschäftigen wir uns aber erst im nächsten Teil. Ja, so, ansonsten würde ich sagen, ich blende das Gebäude einmal ein, dann siehst du es nochmal so ein bisschen, wie das aussieht bei der Spiele-App. Ich werde es versuchen, so gut es geht, hier umzusetzen. Es hat auch noch ein paar Grünflächen oben drauf, die habe ich mir erstmal so ein bisschen nur gekennzeichnet. Macht jetzt beim Vorbau keinen Sinn, durch das Ganze, sage ich mal, hier ein bisschen zu gestalten mit Erde und so, weil ich das ja im Nachhinein ja wie immer abbrennen lasse. Ja, ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Hier ist natürlich der Forest. Ich werde mir das einfach hier schön in der Ecke machen, dieses kleine Hochhaus. Wir werden das auch einfach mal heute nicht einrichten, also auch wenn es fertig ist, nicht einrichten. Denn ich sage mal, es ist mir doch ein bisschen zu viel Glas an den Seiten. Und da ist es immer ein bisschen doof, sich, sage ich mal, die Stockwerke reinzubauen, weil man sieht ja alles. Von daher verzichte ich einfach mal bei diesem Gebäude drauf, die Inneneinrichtung zu machen. Wir werden das Ganze nur als Deko machen, aber ich denke mal auch bei großen Hochhäusern oder so, da baut ja kaum einer, sag ich mal, das alles innen drin aus. Weil, wenn man eine Stadt baut mit 100 Hochhäusern, wer baut denn da die ganzen Hochhäuser aus? Besonders hier auf Xbox kann man ja eh nur zu 8 spielen. Da macht das alles nicht so viel Sinn. Aber es sieht wenigstens super aus. Man hätte es auch ein bisschen dichter am Strand platzieren können, aber ich finde, hier in der Ecke passt das eigentlich auch super rein. Jo, ich würde sagen, genug rumgelabert. Wir machen uns ran, das Ganze zu bauen. Erstmal hier Kiste auf und wir holen uns das erste, ja, die erste Reihe einfach mal raus hier. Zack, zack, zack. So, denn heute brauchen wir für den äußeren Ring insgesamt, wir werden auch das kleine Häuschen da vorne noch bauen, ganz einfach mal gesagt, weißen Beton, Quarztreppen, Quarzstufen, denn, ja, Glasscheiben würde ich mal sagen, ich empfehle einfach mal die Türkisen. Du kannst auch so zum Blauen ein bisschen mehr gehen, aber ich sag mal, beim Original ist das auch so ein bisschen mehr Türkis gehalten, von daher bleibe ich mal dabei. Davon brauchen wir auch nochmal die Blöcke denn, also von den Glasscheiben, die du nimmst, nimmst du dann auch den gleichen Block und dann holen wir uns noch blaues Glas raus. Da gibt es auch wieder so, ich sag mal, bei der Ansicht sieht das so ein bisschen bläulich aus, aber könnte auch so ein bisschen violett sein. Da weiß ich nicht so genau, da muss man selber gucken, was dir besser gefällt. Warte mal, wir haben ja auch violetten Glasblöcke, ich kann mal zeigen. Entscheide ich denn, wenn wir, sag ich mal, die blauen Glasblöcke nehmen, entweder nimmst du blau oder hier lila, so violett oder was das ist. Ne, muss mal gucken, was dir davon besser gefällt. Auch nochmal hier zum weißen Beton will ich dir kurz sagen, das Gebäude ist ja an sich im Grunde weiß. Und ich verwende auch Stufen und Treppen jetzt bei dem Gebäude. Das heißt natürlich, gefällt dir dieser Mix aus Quarztreppen und weißem Beton. Wenn das nicht so deins ist, dann nimm einfach auch einfach Quarzblöcke. Aber ich glaube, ich werde ja mit beiden arbeiten, dann siehst du ja, wie das aussieht. Und wenn das nicht so dein Fall ist, dann empfehle ich dir einfach, fang gleich an, komplett klar, mit Quarz zu bauen. Naja, okay. Dafür ist ja auch so ein Vorbau immer gut, ne? Dann kannst du ja mal sehen, mit welchen Blöcken du das selber bauen möchtest. Ja, genug gelabert, wir legen los. Wir fangen erstmal an mit dem äußeren Ring. Das heißt, wir nehmen erstmal unsere weißen Betonblöcke oder deinen Quarzblock zur Hand, ne? Was du jetzt gerne nehmen willst. Wir setzen jetzt einfach 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin. Und danach, nach dem 5, gehen wir einfach auf einer Seite so nach hinten weg. Und da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weitere Blöcke ran. Insgesamt haben wir 10. So, jetzt bauen wir so einen kleinen Kreis. Das heißt, ganz einfach gesagt, hier hinten setzen wir jetzt 1, 2, 3 Blöcke ran. Danach setzen wir 2 Blöcke ran. Dann gehen wir 1, 2, 3 so schräg nach oben. Ich werde mich auch nochmal kurz dann oben hinstellen, wenn wir einmal umgezogen haben. Ne, dann kannst du dir das nochmal anhalten und dir das einfach nochmal die Maße so ein bisschen so überprüfen, ob das alles auch passt. So, nach den 3 machen wir einfach so 2 nach oben. Ne? Und dann einfach 3.
Du siehst schon, es geht schon langsam wieder so los, wie wir angefangen haben. Das ist auch so ein bisschen unser Kreis, das wiederholt sich jetzt eigentlich immer zu. Nur halt diese Maße ist manchmal anders. Sag mal, da hatten wir jetzt 10 gehabt. Hier machen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Blöcke. Die lange Strebe hier. Danach wieder das gleiche Spiel. Wiederholt sich jetzt so ein bisschen hier die Ecken. Erstmal 3 Blöcke hinsetzen. Dann 2. Und dann 1, 2, 3 einzelne. Ne? Danach, der Kreis wiederholt sich so ein bisschen, ne, wie wir angefangen haben. Zack, setzen wir nach den einzelnen 2er. Dann ein 3er. Und danach sollten hier jetzt 11 Blöcke hin. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Ha, passt. Super. So, danach, nach dem 11er, setzen wir wieder einfach ein 3er ran. Dann ein 2er. Und dann wieder 1, 2, 3 einzelne. Danach ein 2er vorne ran. Dann wieder ein 3er. Und aufgepasst, hier machen wir jetzt einfach nur einen 1, 2, 3, 4, 5er hin. Denn das geht nicht hier einfach so bis nach vorne, denn hier ist ja alles noch ein bisschen so offen. Ich glaube auch, das ist so eine kleine Schallmauer, die wir dann hier jetzt hier ziehen, weil das Gebäude steht ja bestimmt in der Stadt und da ist kein Lärmschutz, ne, für die Leute, die dann da drin wohnen. Jo, so, dann haben wir den kleinen Grundriss schon mal fertig gezogen. Der innere Kreis interessiert uns erstmal noch nicht. Wir gucken mal, wie viel wir heute schaffen. Vielleicht fangen wir den ja noch an, aber ansonsten in der nächsten Folge. So, ich stelle mich hier kurz hin. So sollte der Kreis jetzt bei dir auch aussehen. Wenn das der Fall ist, legen wir jetzt weiter. Und zwar fangen wir wieder an dieser kleinen Ecke an, ne, wo wir angefangen haben. Da setzen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 4 Blöcke rauf. Insgesamt haben wir jetzt eine 5er Höhe. Unsere Aufgabe ist jetzt, wir machen jetzt genau das gleiche Muster, wie wir es jetzt hatten unten, nur oben jetzt halt hin. Die Mitte lassen wir ein bisschen frei, wir machen da noch Streben hin und außerdem kommt da auch eine viel, ja, eine, sag ich mal, eine Glasschicht hin. Und daher brauchen wir unten das nicht so richtig ausfüllen. Das heißt, wir setzen jetzt oben drauf eine weitere Schicht hin. Achten einfach drauf, dass die Blöcke genau mit unten übereinander abstimmen. Wenn du jetzt so Blöcke nimmst, um dich natürlich hier einmal so rüber zu bauen, schlägst du die im Nachhinein natürlich wieder weg. Haben wir das dann einmal geschafft, oben drum noch einen weiteren Kreis zu ziehen, der genau auf unseren unteren passt, ne? Dazwischen haben wir jetzt natürlich 3 Blöcke Platz, aber bevor wir die natürlich ausfüllen, fangen wir hier wieder vorne an unserer Ecke an. Hier bei der Ecke machen wir auch nochmal alles hier ein bisschen hoch, denn wir fangen jetzt an, dieses kleine Häuschen schon anfangen, ja, sag mal, zu bauen. Ganz vorne kannst du einmal komplett ausfüllen, ne, bis oben hin. Zack, 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 zack. Super. Haben wir das geschafft, schlagen wir oben die mittleren Blöcke weg, nur dass wir an den Seiten noch einen Block haben. Unten machen wir jetzt einfach mal ein paar Stufen hin. So. Und oben drauf auf unserer Blockschicht machen wir auch nochmal Stufen hin. Optimal. Wenn wir das fertig haben, können wir jetzt bei den Stufen die noch so ein bisschen nach hinten ziehen, damit wir hier so ein kleines Dach haben. Da setzen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 weitere Blöcke ran. Insgesamt haben wir ja dann so 8. So, das können wir hier natürlich einmal ausfüllen. So, haben wir das einmal ausgefüllt, nehmen wir mal kurz unsere blauen Glasblöcke zur Hand oder die violetten, wie es dir immer passt. Die setzt du jetzt einfach mal hinter unseren Stufen hin. Denn das ist auch so ein bisschen blau. Ich weiß nicht, ob das wirklich Glas ist, was dahinter ist. Ansonsten kann man auch Beton hinsetzen, der blau ist oder blauen, violetten Beton. Ne, muss mal gucken. Aber ich nehme erstmal mal Glas. So, wenn wir das Ganze haben, fangen wir jetzt an, uns so kleine Säulen und sowas hier reinzusetzen bei unseren Ring. Haha, so, kleinen Schnitt gemacht. Okay, wir fangen jetzt an, uns hier ein paar kleine Streben oder Säulen hier reinzusetzen, damit das Ganze natürlich auch ein bisschen logisch gehalten wird. Wir fangen hier vorne bei unserer Hütte an, ne, bei unserem Kasten hier. Ist ja noch keine Hütte. Ich habe mir überall jetzt so kleine Markierungen hingesetzt, die benutzen wir auch. Also, wenn wir jetzt, sag ich mal, hier vorne fangen, lassen wir einfach 2 Blöcke Platz. Ne, danach setzen wir einfach hier 2 Blöcke rauf. Und dann setzen wir immer auf den hintersten einen Block rauf und wieder einen vorne ran. So lange, bis wir oben ankommen. So, dann haben wir so eine schräge Strebe hier. Dann gehen wir jetzt einmal auf die Rückseite unseres Gebäudes. Hier haben wir ja, sag ich mal, so ein, ja, hier diese lange Strebe, ne? So, an den Seiten hatten wir jeweils einen 3er und einen 2er. Ne?
Vorne beim Dreier setzt man ihn rauf und hinten beim Zweier oder vorne beim Zweier, wie man es mal gerne sehen will. Also jedenfalls diese Verbindung, da setzen wir jeweils, sag ich mal, so eine Strebe nach oben. So. Und was wir auf der einen Seite machen, machen wir genau synchron auf der anderen Seite. Ne? Einfach hier so eine Strebe bis nach oben hinziehen. Super. So, jetzt fliegen wir nochmal auf die weitere Seite, wo wir diese lange Bahn haben. Da achten wir jetzt einfach auf der Rückseite, wo wir jetzt diese Streben gemacht haben. Sehen wir einfach mal hier 1, 2, 3, 4 Blöcke. 5 und 6 setzen wir einfach so zwei Blöcke hin. Das Ganze ziehen wir auch bis oben hin. Okay. Haben wir das Ganze denn geschafft? Würde ich sagen, machen wir jetzt... ich mache hier vorne nochmal eine Reihe ran. Dass das hier auch zu ist. Okay. So, wenn wir das jetzt haben, würde ich sagen, können wir das Ganze jetzt auch zumachen, den äußeren Ring. Wir fangen am besten hier vorne an. Der ist ja noch am einfachsten, finde ich. Wir nehmen jetzt einfach mal das blaue Glas oder das violette Glas, wie es dir gerne passt. So, wir setzen jetzt einfach hier unten auf die erste Schicht blaues Glas hin. Danach setzen wir darauf dann wieder weißen Beton rauf. Und danach, bei der freien Schicht, setzen wir nochmal blaues Glas hin. So, dann haben wir das natürlich einmal fertig. Ging relativ fix, ne? War auch jetzt der einfache Part. Kommen wir jetzt zum nächsten Part. Da darfst du jetzt wieder ein bisschen entscheiden, was du gerne nehmen möchtest. Ich sage mal, du kannst jetzt natürlich hier hinten alles mit Glas ausfüllen. Aber auf unserem Gebäude ist da so eine kleine Einsenkung drin. Das heißt, das Glas schneidet nicht genau mit den Blöcken ab. Das heißt, man müsste dann die Glasblöcke so nach hinten einmal reinsetzen, ne, dass sie nicht genau auf den Blöcken sind. Problem bei der Sache ist, auf der Rückseite, ich weiß nicht, was hier ist, ob hier ein Garten ist oder ob hier einfach nur so ein kleiner Gehweg ist, hier wo, sag ich mal, dieser grüne Ring ist. Aber wenn wir jetzt die Glasblöcke so nach innen setzen, ist das hier natürlich etwas eng, ne? Außerdem müsste man dennoch das Ganze verkleiden hier so ein bisschen. Möchte ich jetzt nicht unbedingt machen. Kann man natürlich machen. Das überlasse ich dir jetzt einfach. Ob du die Glasblöcke so nach hinten setzt, ist natürlich etwas mehr Arbeit. Oder du nimmst einfach Glasscheiben und setzt die einfach jetzt hier zwischen rein. Ne, füllst das Ganze aus, mache ich gleich einen Zeitraffer. Aber hier gibt es auch wieder ein kleines Problem. Und zwar, ich mach hier kurz mal, so, setzen wir einfach mal hier auf den Ecken hin. Denn bei den Ecken ist es so, dass die Glasscheiben sich ja nicht miteinander verbinden. Da müsste man, sag ich mal, die entweder nach hinten oder theoretisch nach vorne setzen. So, ich arbeite jetzt mit Glasscheiben. Das heißt einfach, ich setze mir die dann einfach in den Ecken nach hinten rein. Wie wir das Ganze verkleiden, würde ich sagen, machen wir erst, wenn das Ganze drin ist, dann sehen wir das besser, ne? Aber wie gesagt, da musst du jetzt mal gucken, wie du das machst. Entweder nimmst du Glasblöcke oder Glasscheiben. Ich würde mal eher mehr zu Glasscheiben nehmen. Naja, hier, komm, ich mach Zeitraffer. So, dann haben wir das einmal ausgefüllt. Ich weiß jetzt nicht, was hast du genommen? Glasblöcke oder Glasscheiben? Naja, ich finde irgendwie mit Glasscheiben sieht das doch eigentlich doch auch sehr ansprechend aus. So, jetzt kommen wir natürlich zur Sache, wie wir das Ganze verkleiden. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Notlösung. Und zwar einfach mache ich unten Betonblöcke hin und oben ganz einfach erstmal Quarzstufen. Das kann sich natürlich noch ändern. Wenn wir das ganze Gebäude natürlich hier in der Mitte noch fertig haben, dann können wir ein bisschen noch besser gucken, wie das Ganze so wirkt. Aber ich würde sagen, erstmal als kleine Alternativlösung machen wir unten einfach mal bei diesen ganzen Glasscheiben Blöcke hin und oben runden wir das Ganze ab, einfach mit Stufen. So eine kleine Notlösung halt erstmal. So, dann würde ich mal sagen, legen wir weiter und zwar, nachdem wir dann diese kleine Notlösung gemacht haben, mit diesem riesigen Kamm, der ja noch einmal rumgeht, ne, unsere kleine Schallmauer nenne ich das jetzt einfach mal, ne, um das Gebäude an sich vor Lärm zu schützen. So, wir fangen einfach mal bei unserem kleinen Gebäude hier an. Ich nenne es einfach jetzt schon so kleines Häuschen, Gebäude, ne. So, wir fangen einfach mal hier hinten auf dieser freien Ecke noch an. Denn wir machen jetzt so, dass wir hier so eine kleine Treppe reinbauen. Und zwar 9 Stufen hat die.
Der erste Block ist ja die erste. Zweite. Dritte. Zack, vierte. So, bis es halt immer höher geht, ne? Also dann 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. Ah, jetzt kommt schon die achte. So, zack. So, jetzt haben wir 8 Stufen gemacht. 9 müssen wir haben. Wir zählen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. 8 Stufen haben wir erstmal. Bei der 8. Stufe, die machen wir ein bisschen dicker. Und zwar machen wir hier einfach 2 Blöcke dafür. So, danach kommt dann die 9. Schicht. Und die 9. Schicht ist dann auch die letzte Schicht. Das ist jetzt die höchste Schicht. So, jetzt kommt ein bisschen Massenarbeit, denn diese 9. Schicht müssen wir hier so ein bisschen lang ziehen. Ich markiere mal kurz, bis wohin das geht. Und zwar, wir hatten ja, wo wir das blaue Glas haben und unsere Scheiben, ne, unsere Glasscheiben. Da hatten wir doch hier so eine Trennwand von 2 Blöcke. Und bei dieser Geraden hier setzen wir hier hinten, zack, auf den 2 Blöcke, nochmal 2 Blöcke rauf. So, hier müsste das Ganze auf die gleiche Höhe wie da drüben sein. Also 9 Blöcke zieht man hier an sich hoch. Zack, 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 zack. So. Na, sollte die gleiche Höhe sein. Genau. Das heißt jetzt einfach, diese Freifläche müssen wir einmal aushöhlen. Ne, auf die gleiche Höhe. Wenn wir das Ganze dann hochgezogen haben oder hier an sich alles verbunden haben, kommen wir jetzt hier vorne noch zu unserer freien Fläche, die wir haben. Wir behalten immer noch unseren weißen Beton zur Hand oder eure Quarzblöcke, ne? Ne, wie ihr euch das entschieden habt. Und zwar, wir fangen am besten hier vorne an, das hier am besten erklären. Und zwar, wir lassen erstmal 1, 2, 3 Blöcke Platz. Zack, und dann setzen wir hier wieder 3 hin. Denn wir machen jetzt auch so an sich eine Treppe hin, nur dass wir, sag ich mal, nicht jetzt nur, sag ich mal, mal einen Block nehmen als für eine Stufe. Jetzt haben wir 3 Blöcke für eine Stufe. Ne, hier fangen wir natürlich an. Und so gehen wir jetzt immer etwas höher. Das heißt, hier können wir es auch wieder hochziehen. Ne, so, dass wir, sag ich mal, hier wieder 3 haben. Dann achten wir hier wieder drauf. Zack, haben wir hier wieder 3. Sollte man auch oben perfekt ankommen, wenn man, sag ich mal, immer hier 3 Blöcke Eis Stufenschicht nimmt, ne, dann kommt man hier oben perfekt an. Dann haben wir hier noch unsere 2 Blöcke, ne, die wir ja hochgezogen haben, um das Ganze hier miteinander zu verbinden. Okay, so, dann haben wir das alles fertig. Und ich würde sagen, dann können wir das Blockmaterial erstmal wegtun. Aber vergiss nicht, die Glasblöcke, die brauchen wir auch noch in der nächsten Folge. Aber wir machen hier noch keinen Schlussstrich beim ersten Teil, sondern wir gehen nochmal an unsere Kiste ran. Denn wir machen noch die Tür vorne bei unserer kleinen Hütte hin. Denn an sich ist es ja noch keine Hütte, müssen wir aber erstmal machen. So, ups, was brauchen wir dafür? Ich empfehle euch einfach mal eine Birkentür zu nehmen. Du kannst auch eine andere Tür nehmen. So genau die Tür, die wir da verwenden müssen, haben wir nicht in Minecraft. Von daher, ich nehme jetzt einfach mal die Birkentür. So, dann hole ich mir noch blauen Zement raus, dann auch mal Eisengitter und blaue Wolle. So, haben wir das? Ja, dann geht's los, auf zur Tür. Erstmal blauen Zement zur Hand, dass wir erstmal den Rahmen bauen von unserer Tür. So, ich würde sagen, die Mitte, diese 3 oder diese 9er Fläche schlagen wir mal weg. Zack. An den Seiten setzen wir komplett blauen Beton hin, so als ob wir hier so ein N reinbauen. Dann können wir hier einfach mal die Tür reinsetzen. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht, wie hatte ich die Maße, ich glaube 4 Blöcke. 1, 2, 3, 4, genau beim vierten. Das heißt, vom Beton gehen wir so nach vorne weg. Ne? Beim vierten setzen wir einfach mal die Eisengitter hin. Die machen wir auf eine Höhe von, ja komm, 3 Eisengitter an sich. Machen wir einfach mal hier hoch. Das ist dann jetzt unsere Halterung für das, für das Dach hier. Zack, obwohl, na, wohl doch nur 2. Wir machen hier so ein kleines Vordach, ne, damit unsere Leute, die hier reingehen, nicht nass werden. So, jetzt kann man natürlich noch entscheiden. Füllen wir das Ganze hier innen drin aus? Lassen wir das so? Könnten wir theoretisch ausfüllen, aber da würde ich jetzt nicht unbedingt irgendwie Quarz nehmen. Dann nehmen wir einfach mal Fichtenholzstufen. So, genau, so ein kleines Vordach. Und dann sind wir eigentlich erstmal für die erste Folge fertig. Im zweiten Teil geht es dann schon los hier mit der Mitte. Ich muss mir selber noch ein bisschen noch überlegen, wie ich das Ganze mache so. Aber an sich ist das alles schon richtig gebaut, nur halt die Maße nach oben. Da muss ich mir noch so kleine Stichpunkte machen, wie ich das mache.
Ja, dann würde ich sagen, mache ich mir noch Stichpunkte und dann sehen wir uns im zweiten Teil wieder, den du natürlich in der Videobeschreibung findest, wie du da hinkommst. Und ja, das war's dann auch erstmal. So, wir sehen uns im zweiten Teil wieder. Die Schallmauer haben wir ja jetzt fertig. Und dann stelle ich mich einfach hier erstmal safety hin. Und dann sage ich nur eins, und zwar ganz einfach: Tschüss.